500.000 Cremeschnitten in unsere Patisserie unten. Und weil das sind so viele und weil wir verbrauchen nur natürliche Zutaten und es ist noch immer alles beim Hand gemacht, haben wir dafür 8 Leute, die sind so fast rund um die Uhr, bei uns so Vollzeit angestellt. Ja, und die machen nur Cremeschnitten, fast aller Zeit, weil das so Sahne und Eier sind so ziemlich delikat wegen so Sanitätsregeln und dafür müssen die Cremeschnitten immer frisch sein, immer frisch sein, damit wir können die Qualität dann, wie sagt man, garantieren. So der Blech ist noch immer das ähnliche Größe. Das sind immer 35, so immer, so die, heute nicht, aber unten ist immer 35 Cremeschnitten pro ein Blech und sie haben diese, das ist noch immer das beste Maß, wie sagt man, Maß, so, Sie werden es sehen. So, in den letzten 63 Jahren haben wir über 13 Millionen Cremeschnitten hergestellt, so in Park Hotel. Es ist für uns sehr wichtig, dass die Leute kennen so unsere Geschichte und ja, wie diese Cremeschnitte überhaupt hier gekommen ist. Da war ein Mensch mit dem Namen István Lukasiewicz. Und seine Frau war leider ziemlich krank und hier in der Nähe von Bled ist eine sehr gute Krankenhaus, Gulnik ist der Name und die sind für Atmen Krankheiten genannt und naja, die Frau ist hier gewesen, um sich zu heilen und er hat hier einen Job gefunden und ja, und er war hier, er war sehr innovativ, er war sehr ein guter Backer oder Patisseur und er hat die Cremeschnitte gemacht und manchmal die Leute ärgern sich, weil da gibt es zu viel Sahne oder zu wenig Creme. Und das ist natürlich, weil wir alles noch immer bei Hand machen. Auch der Teig und alles ist in unserer Patisserie gemacht. Dafür sind die nicht alle Cremeschnitten so perfekt fix wie aus dem Buch. Und naja, wir sind stolz auf das. So, normalerweise soll es 35 sein, aber wir haben ein bisschen kleiner gemacht für die kleine Gruppe.